Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Journey to the Savage Planet. Sodele, wir sind gerade aufgestanden, gegähnt, gestreckt. Haben wir denn Essen genug? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben Blähungen von dem ganzen Grob. Ja, aber aufnehmen können wir offenbar nichts davon. Inventar voll, ja. Gut. Er wollte uns gerade schon ein Video zeigen. Wir gehen mal an den Rechner. Gucken uns das da an in Fullscreen und so. Fullscreen. Kindred Technologies. Ist auch schön, dass der Rechner jedes Mal erstmal booten muss. Ne? Das erste Mal, wenn wir da rangehen. Jede Session. Hier, Add Puppet. Ja, tatsächlich Werbung. Dann gucken wir mal. Coming up on KTV, tune in for a very special episode. Yeah. We like Liam. Featuring mysterious entities from the black hole. Hypnotic galaxy juice. Hypnotisch, ja. Yes. Be sure to tune in to We Like Weird every week cycle at 32 PM extra galactic time. Only on KTV. 32 Uhr intergalaktische Zeit, alles klar. Guck da nicht hin! Das ist ein Trick, das ist eine Falle. Achso, KTV. Never stop watching, ja, sag ich doch. KTV is brought to you by Kindred Entertainment, a subsidiary of Kindred Media Corp, a proud member of sowieso. Jo. Sehr gut, sehr gut. KTV. Gibt's bestimmt auch auf Netflix. Alles klar. Warum ist hier eigentlich eine Maus, wenn wir die gar nicht... Doch, die können wir schon benutzen eigentlich. Ja doch, wir können ja die Maus benutzen. Müssen wir aber nicht. Auch die Tastatur benutzen. Gut. Ich habe nichts gesagt. Es ist eigentlich auch eine sehr merkwürdige Tastatur, oder? Ist mir noch nie so aufgefallen, aber es ist eine sehr eigenwillige Tastatur. Sind das so Touchbars oder wie hat man sich das vorzustellen? Oder es gibt nur so wenige Tasten für rauf, runter und bestätigen und zurück. Ja. Gut, wir müssen mal eben gucken, was wir eigentlich so für Missionen haben. Ich habe keine Ahnung mehr. Was ich aber noch weiß, ist, wir hatten so viele Nebenmissionen. Bevor ich rausgehe, gucke ich mir die vielleicht erstmal ganz kurz an. Und zwar, also, hier haben wir natürlich Primärmissionen, pipapo, Spaß mit Ätzmitteln. Ja, hätte ich auch gern eigentlich. Aber Pestbombenstabilisator, den konnten wir aber noch nicht bauen, ne? Meine ich. Was brauchten wir denn dafür? Hier, Spaß mit Ätzmitteln. Ja. Nicht genügend Ressourcen. Ah ja, wir brauchen einfach nur mehr Ressourcen. Und zwar Kohlenstoff, das sollte relativ einfach zu beschaffen sein. Und Silizium. Ja, es geht. Können wir bei Zeiten mal machen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich ganz gerne mal die eine oder andere Sekundärmission erledigen. Und auch eventuell die wissenschaftlichen Experimente, weil ich glaube, die könnten uns hier ein bisschen voranbringen mit unseren Rängen und so, ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ein kleines bisschen Skillen könnte uns nicht schaden. Also es könnte vielleicht ein bisschen helfen. Was gibt's denn hier so für wissenschaftliche Experimente? Feldforscher, scanne 25% vom Kindex, aktuell 53%, okay. Ja, weitere Upgrades freischalten, das klingt gut. Bittet mich, die folgenden wissenschaftlichen Experimente durchzuführen. Lebendproben, Mopsvogel, Babuschka und Spießmann, das stimmt. Haben wir die überhaupt schon? Weiß ich nicht. Hochjagen, töte 4 Kreaturen mit einer einzigen Mopsvogel-Detonation. Ah, hier steht's ja, was wir fertig haben. Flugrisiko, töte 5 Bodenkreaturen, während sie in der Luft sind. Ja, sowas passiert eher nebenbei, würde ich sagen. Ja, genau, hier habe ich auch diese 3 gesehen. Die Lebendproben, ja. Atombombe. Ach so, das sind hier die einzelnen Unterexperimente und das ist hier irgendwie dann die Zusammenfassung hier. So ist das zu verstehen, okay. Ja, und das hier, du bist gestorben, hol dir deine Sachen zurück. Haben wir es noch nicht gemacht? Was? Sowas können wir zum Beispiel mal machen. Und verlorener Kartograf, finde den Kartografen. Wollte ich doch auch eigentlich schon mal machen. Haben wir irgendwie abgebrochen oder so, weiß ich nicht. Gut, ich habe jetzt mal gucken, ob unser Spiel jetzt wieder mal irgendwie was Verkehrtes anzeigt, wenn ich hier rausgehen will. Zumindest kam es mir das letzte Mal so vor. Haben wir denn jetzt hier irgendwo einen Ort, der mit einem gelben Icon markiert ist? Nee, ne?
Irgendwie nicht. Ja, da darf ich jetzt wieder raten, wo wir hin müssen. Keine Ahnung. Dann gehen wir mal die Orte ab. Ambient temperature 112 degrees. Biosigns phenomenal. Ja, hier könnte es sein. Ach so. Ah, vielleicht ist das ja auch... Naja, vielleicht ist das ja nicht spezifisch in einer bestimmten Region, sondern einfach irgendwo, wo wir schon mal gestorben sind. Was so ungefähr überall ist wahrscheinlich. Und da holen wir uns halt unser Paket wieder. Ja, wir können es versuchen. Scheint relativ weit zu sein hier. 230 Meter, okay. Testen wir es. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, um wieder ein bisschen reinzukommen. Ach so, das sind hier die... Ja. Und ach so, vielleicht sollte ich hier auch mal ein bisschen was sammeln, mal. Aluminium ist eigentlich nicht das, was ich gerade akut brauche, aber... Ja, gut. So oder so, früher oder später werden wir es wahrscheinlich gebrauchen können. Die hier geben allerdings Silizium. Das wäre gar nicht so übel. Davon bräuchten wir jetzt nämlich am... Was ist denn da passiert? Was geschieht hier? Wie cool ist das denn? Habe ich da irgendwas angeschossen, was da eine Kettenreaktion ausgelöst hat oder so? Das war ja geil. You're nice. Ja, jedenfalls Silizium bräuchte ich jetzt eigentlich so am Akutesten. Oh, was ist das denn hier? Ja, guck mal. Nehme ich doch direkt mal. Hier einfach so mitten im... auf offenem Feld. Okay. Das nehme ich doch gern. Und wo ist der andere hier? Gestorben. Ach so, ist wieder so einer. War doch eben noch einer. Ich weiß aber nicht, wo das Silizium hin ist von ihm. Naja, gut. Ist jetzt vielleicht auch nicht ganz so... Ganz so nötig haben wir es jetzt auch wieder nicht. Wir werden es schon irgendwo kriegen. Ach, war hier nicht diese komische Region, die ganz schön böse war, ehrlich gesagt. Und mir gefällt es ganz gut, dass wir inzwischen schon ein bisschen Gesundheit gesammelt haben. So ein paar Striche haben wir schon. Das ist ganz schön. Ah ja, das war das hier. Hm. Ah. Es ist an sich ganz schön, aber mehr geht immer. Halt. Den nehmen wir mit, den nehmen wir auch mit. Und hier ist wieder so ein... Ahaha, ja. Es ist mehr los als gedacht. Moment. Aha. Yo, gebt mir euer Silizium. Ah ja, jetzt können wir uns das nehmen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Stell alle wieder her. Genau. Pipapo. So, und wie kam man jetzt hier hoch? Wie war das denn? Okay, ich glaube, ich bin gestolpert. Kann man hier irgendwie hoch? Ist das so gedacht? Wahrscheinlich nicht. Wir können es ja mal versuchen. Nee, es kann doch nicht sein. Oder? Vielleicht doch. Aha. Ich meine, wir müssen da ja schon mal gewesen sein. Wenn wir da schon mal gestorben sind. Oder ich missinterpretiere das jetzt. Vielleicht ist die Kiste einfach nur eine Versorgungskiste, die da halt so rum existiert, ne? Bin mir da immer noch unsicher, ehrlich gesagt, wie das ist mit den Kisten. Nee, das war nix. Ich selektiere noch einmal die Mission. Vielleicht updatet sich ja irgendwas. Hol dir deine Beute. So. Pipapo, glücklicherweise ist die Ressourcentasche mit einem Tracker ausgestattet, der ein leichtes Wiederfinden ermöglicht. Ich hoffe nur, dass etwas meinen alten Körper gefressen hat. Bevor ich dort ankomme. Ich finde es immer befremdlich. Ach so, den Körper. Aber nicht die Sachen. Verstehe. Es ist immer noch nur die Kiste angezeigt. Kommen wir ja irgendwie anderweitig hoch. Oder wir gehen mal in eine andere Region und gucken da. Das geht auch. Haben wir so einen eigentlich schon mal gekillt? Also gescannt haben wir den. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ganz gut. Ich weiß gerade wirklich nicht genau, wie ich da hochkomme. Ich guck mal in eine andere Region. Und wenn wir gerade die Gelegenheit haben, dann nehme ich auch hier Health mit. Oh. Vielleicht war da auch so ein Nüpsel zum Hochziehen mit dem Seil. Hab ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Meine Augen müssen sich wieder ein bisschen
meine Wahrnehmung muss wieder ein bisschen geschärft werden. Was hier so relevant ist und was nicht. Wo ist denn hier der Teleporter? Genau, das hier gab's auch noch. Da ist der Teleporter. Der Ochi hat es tatsächlich geschafft, einen Teleporter wiederzufinden. Erstaunlich. Ja, und die Höhle da interessiert mich ja immer noch. Naja, hier gibt es so einige Gebiete, die mich interessieren würden. Aber ob es jetzt schon Zeit ist, weiß ich nicht. Ja, hier sind gleich mehrere Kisten angezeigt. Ja, da oben, da könnten wir hin, ja. Es wäre wahrscheinlich schlauer, sich eine einfachere Region auszusuchen. Und da nicht hochzukraxeln, aber um nach den Kisten zu suchen. Wie habe ich das denn... Verflucht? Was ist denn los? Hätte ich das denn gemacht? Ich glaube einfach durch einen Sprung, ne? Einfach durch einen... Vielleicht auch durch einen Alt-Sprung, das kann sein. Moment. Upsi. So. Genau, und dann machen wir einmal den hier. Den gab es ja auch noch. Ja. So ungefähr. Das war das, an das ich eben dachte. Die böse, böse Region hier. Yeah. Oh, wie ich das abgrundtief hasse, dass ich nicht anfangen kann zu laufen, wenn ich erst Shift drücke. Und dann anfangen zu rennen. Das funktioniert nur andersrum. Ich brauche Hilfe. Ich will doch gar nicht kämpfen. Ich will doch eigentlich gar nicht kämpfen. Ich versuche einfach mal abzuhauen. So, genau. Na, das Geheimnis, tja. Da irgendwo oben. Ich habe keine Zeit, mich jetzt damit auseinanderzusetzen. Ich gehe mal da weiter. Upsi. So. Naja, da hinten, da waren wir auf jeden Fall auch schon. Hier war das doch, das war die Region mit diesen, genau, mit diesen komischen Schienen. Mit den komischen Schienen. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, da oben sieht man sie auch. Ach, diese dummen Dinger. Wie ich sie hasse. War doch auch dieser blöde Bossfight das letzte Mal, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Nee, da komme ich nicht hoch. Hallöchen, Tom. Hallöchen. Dankeschön. Das ist sehr nett. Bin ich das letzte Mal hochgekommen? Hier vielleicht. So, ja, der Altsprung ist nicht zu unterschätzen. So war das nämlich. Ja. Genau, und das ist blöd. Hier an der Ecke bleibt man irgendwie immer hängen. Hier kann er nicht drüber gehen. Das ist nicht möglich. Diese 2 Zentimeter sind einfach deutlich zu hoch. Und jetzt hier. Zack. Ja. Ja klar, lass mich einfach fallen. Was ist denn hier los? So. Ich habe da ja nicht wirklich Kontrolle drüber, wenn ich da gerade am Rumschweben bin über die Schienen. Ja, genau. Und hier gab es ja auch noch etwas zu erledigen, oder? Warum sind die eigentlich wieder rot? Warum sind die rot? Ich dachte, ich hätte eins davon schon gelöst. Was? Oder resettet sich das irgendwann? Ob gewollt oder ungewollt. Ich gehe sofort zu der Kiste. Ich will nur mal ganz kurz was gucken. Da gab es doch, glaube ich, diesen ersten Schalter. Wenn ich ja gleich zur Kiste versuche zu gehen, dann weiß ich nicht, ob ich wieder zurückkomme. War das denn hier? Ich weiß, wie das war. Moment, ich muss wieder zurück. Da gab's doch. Ja. Hier gibt's auch einen Teleporter, ne? Das hätte man einfach haben können. Oh, die Kiste. Sehr schön. Hat der mich jetzt eben echt angeschossen mit dem mit der Leuchtrakete? Ach, wie schön, wie nett. Das ist ja. Das ist ja sehr nett. Ja, krass. Okay, mal gucken.
Hol dir deine Beute. Jawohl, haben wir abgeschlossen. Wir haben das ja eigentlich schon 1000 Mal gemacht mit den Kisten. Na, 1000 Mal vielleicht nicht, aber schon einige Male. Muss man die Mission wirklich explizit ausgewählt haben, damit das dann gilt? Könnte sein. Ich will trotzdem mal eben kurz was gucken. Und zwar, hier ging es ja durch. Genau. Da hüpfe ich einmal hin. So. Und hier, ja, war eigentlich dieser Schalter. Hier war eigentlich dieser Schalter, den wir betätigt haben, damit das Viereck da oben aktiviert wird. Ist das jetzt, gilt das jetzt nicht mehr oder was? Das wäre ja ein bisschen ungünstig, weil ich weiß nicht, wie ich das Ding wieder aktiviere. Scan, Scan. Das können wir probieren. Haben wir es echt durch Scan aktiviert? Das kann schon sein. Gucken. Alien-Schlüssel, ja, das ist ein Alien-Schlüssel, ja. Haben wir allerdings schon gescannt, ne? Manchmal ist es auch so, dass er es irgendwie nicht so richtig checkt mit den Items. Da muss man nochmal versuchen, aber nee, es war eine gute Idee. Funktioniert aber scheinbar nicht. Ja, ist ja ungünstig. Kann halt auch sein, dass es nur nicht angezeigt wird da oben, dass es aktiviert ist oder so. Wäre jetzt nicht der erste Bug, der hier rum existiert. Ja. Oder muss man irgendwie die entsprechende Mission aktivieren oder sowas. trifft es irgendwie schon ein bisschen. Eine Kartograf. Ich weiß gar nicht, was für eine, ob da überhaupt eine Mission zu korrespondierte. Fremde Architektur. Ist das mit dem Teleportationsnetzwerk? Nee, weiß ich nicht. Ja, wir könnten jetzt halt theoretisch zum Schiff zurück. Wir könnten jetzt zum Schiff zurück. Wir könnten auch versuchen, erst noch die nächste Sekundärmission zu erledigen. Vielleicht, eventuell. Und wir müssen mal darauf achten, was eigentlich ein Spießmann da ist. Wir müssen herausfinden, was ein Spießmann da ist. Ob das wirklich diese großen Viecher sind, wie ich schon vermutet habe. Oder nicht. Ich habe doch hier meinen Index irgendwie, ne? Warte mal. Raubtiere. Können wir den hier vielleicht? Haben wir den schon gescannt eventuell? Vielleicht haben wir ja noch keine Lebendprobe, aber gescannt haben wir den vielleicht schon. Warte mal. Beute. Skipper. Babuschka, genau. Das ja, die sind schön. Die sind lustig. Flora, Alien Tech, ne, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Soll ich einfach mal versuchen, diesen Zielpunkt da jetzt zu erreichen? Oh, guck mal da. Da ist Health. Wie komme ich denn da dran? Das wäre schön, dann hätten wir nämlich einen neuen Strich. Gut, wenn wir sowieso in die Richtung müssen, kann ich ja mal versuchen. Ah, nee, hier kamen wir an, ne? Geht das vielleicht trotzdem? Komm ich da wieder zurück? Ja, so halb. Ja, genau, das wollte ich aber eigentlich sogar. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich musste da erstmal irgendwie. Oh, ich bin ja fast tot. Oh, ich bin fast tot. Oh, ich bin fast tot. Oh, ich bin fast tot. Ich muss erstmal das Gras da beseitigen oder so. Wo ist Held? Wo ist Held? Wo ist Held? Wo ist Held? Das ist bestimmt auch was zum Scannen. Da ist Held. Oh Gott, ist das knapp. Jo. Passt. Hui, das war ja nicht so gut. Ach ja, und das Ding, das müssen wir auch irgendwie reaktivieren. Wie war das denn? Wie? Stimmt. Was war denn mit dem Ding? Kommen wir da nochmal ran. Aktiviere. Ah, macht da im Moment gar nichts. Was war das denn nochmal? Erkunde den Turm? Nee, Spaß? Nee. Spaß gibt es hier nicht. Das ist ja klar. Turmbombe, Flugrisiko, das sind alles die Experimente. Weiß ich nicht. Ich muss selber nochmal im Video angucken am besten. Ich brauche immer noch Hilfe. Ne? Es reicht inzwischen nicht mehr eine, so eine Blume, um uns zufriedenzustellen.
Wo ist er? Ja klar. Ja klar. Egal. Ich versuche einfach mal ihn links liegen zu lassen. Gut, ich meine, wenn er uns schon so doof kommt, dann bitte sehr. Ich hasse diese Dinger so sehr, weil die irgendwie so schwer zu erwischen sind. Beziehungsweise ich weiß einfach nicht, wo man sie erwischen muss. Klar, die haben so ein leuchtendes Ding, sie so ein kleines. Aber ob das wirklich das Richtige ist? Keine Ahnung. Ich könnte schwören, ich erwische es. Ich lese sofort, Tom. Ich lese sofort. Wenn ich einen Moment Ruhe habe, können wir... Kommen wir da hin? Nein, so nicht. Nein, so nicht. Moment. Probieren was anderes. Oder hier rüber. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Ja. So. Oh, was ist das denn für eine Höhle? Oh, vielleicht müssen wir da sogar hin. Sieht interessant aus. Ja, sieht relativ interessant aus. Ja, ja. Weiß gar nicht, jetzt Höhle oder da weiter? Kommt man denn da hin? Wo kommen wir denn da hin? Ich weiß es nicht. Ich verstecke mich hier besser in der Höhle. Hat er mich verfolgt? Nee, das war, glaube ich, nur mein Qualm von meinem Booster. Na, es war schon geladen. Ja, 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 ist gut. War schon geladen, war schon geladen. Ah, ja. Okay. Okay. Ja, die können wir uns gleich mal angucken. So, ganz kurz einen Schluck Kaffee. Okay, okay, alles was leuchtet. Ja, ja, es hat sich hier an sich auch schon bewährt, durchaus. Und ja, genau, an diese großen Dinger dachte ich. Ach, ich drücke immer mal wieder R, einfach zur Sicherheit, aber dann fummelt der da wieder rum. Okay, haben wir wieder diese komischen Verseuchten. Oh, das hätte ich gern. Oh, das hätte ich gern. Lasst ihr mich vielleicht in Ruhe, wenn ich da mal ganz kurz so... Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Au, 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 au. Keine gute Idee. Mir ist schon klar, ich muss diese grünen Dinger da erwischen, aber egal. Ich will es einfach vermeiden. Ich will es einfach nur vermeiden, diesen Kampf jetzt, ehrlich gesagt. Haben wir ihn eigentlich schon gescannt? Sieht man hier gerade einen? Ja. Infizierter, richtig, richtig. Da haben wir ja diese Information her, dass er krank ist. Ja, ich könnte mir hier Health holen, ist aber vielleicht gerade ein bisschen verschwendet, die Pflanze aufzumachen. Oh, diese Dinger. Wenigstens sterben sie schnell. Okay. Ist das eigentlich... Ich glaube, das ist die Höhle, in der wir schon mal waren. Aber kann es sein, dass wir da von der anderen Seite reinkamen oder sowas? Weil ich meine, ja, ja, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Aber von der anderen Seite. Oh, hier sind ja überall, überall die... Naja, und da wollte ich da irgendwie hoch und dann weiß ich gar nicht, was passiert ist mit der Mission. Warum wir die noch nicht abgeschlossen haben. Na, wir werden sehen. Was ich jetzt hier bräuchte, wäre... Moment. Die hier. Ich habe nur einen, echt. Die gab es hier aber irgendwo. Ja, ich bräuchte mehr davon. Ah, wo gab es die denn hier? Wo gab es die denn hier? Hier vielleicht irgendwo? Ja, 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 ja. Sind die infiziert? Ne, die sind lieb. Ne? Die sind lieb. Hier, ja. Da sind sie. Sehr, sehr gut. Okay. Und... Ups, oh Gott. Gerade eben so. Ich nehme mal an, unsere alten Dinger, ne, die sind nicht mehr da. So. Wie war das? Einmal den hier, ja. So, können wir uns die da hinbauen? Das hat ja nicht so gut funktioniert. Warum hat es denn nicht funktioniert? Das weiß man nicht so genau.
kann ja auch erstmal von hier unten arbeiten. Da, zack. Da so, zack. Der war eigentlich ein bisschen albern. Ich hole mir nochmal welche von denen. Und dann geht's sofort weiter. Na gut, jetzt hole ich mir aber hier ein bisschen Hilfe. So. Hui. Und yeah. Ich war mir jetzt gar nicht so sicher, ob das schon wieder aufgeladen wäre, aber doch. Alles gut. Ey, die schubsen. Die schubsen. Was ist denn da los? Dürfen die das? Den erreiche ich so nicht. Den erreiche ich so direkt nicht. Hier. Ah, schaffe ich das? Und ja. Zack. Und zum nächsten. Zack. So, dann machen wir uns da einen vielleicht eventuell. Ja. Das passt. Und jetzt können wir erstmal chillen. Lass mich raten, wir kommen da gleich raus an einen Ort, wo wir sowieso einen Teleporter haben. Kann das sein? Kann das eventuell sein? Also ich würde darauf wetten. Komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Ja. Bäume, Pilze. Bäume und Pilze gibt es ja überall. Ah ja, hier diese Baumpilze. Ja, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Wir haben uns hier hochgearbeitet, genau. Und das ist der Ort, wo wir vorhin als allererstes waren, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir müssen irgendwie in die Richtung da. Können wir jetzt ja einfach mal machen. Ich würde echt gern diese Höhle. Ich bin sowas von im Kreis gelaufen, ja. Ja, ja. Ja, eigentlich schon, aber hey, was willst du machen? Bestimmt eine ganz dumme Idee. Eine ganz dumme Idee, hier reinzugehen. Ich meine, ich habe es ja vorhin versucht mit dem Teleporter, ne? Dass die mir vielleicht den gelben Punkt anzeigen, das gelbe Icon anzeigen, wo ich eigentlich hin muss. Aber hat ja nicht funktioniert. Hat ja nicht funktioniert. Das ist nett von dir, dass du sagst, dass du hier auch orientierungslos bist, weil, also ich habe eigentlich, ich will nicht zu viel sagen, sonst fällt das hinterher alles auf mich zurück. Normalerweise habe ich nicht das Gefühl, dass ich so mega, mega orientierungslos wäre, aber in diesem Spiel ist das ganz, ganz schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Warum fällst du runter, Mann, ey? Das darf doch nicht wahr sein. Kann ich mir hier noch welche von den Greiferlis holen? Da. Greifsam gefüllt, genau. Geht weg. Die respawnen mir ein bisschen zu schnell. Ups. Ja, ja. Das war das Montagsmodell. So. Ich würde echt gern wissen, ob das jetzt das große Geheimnis ist, das uns versprochen wurde. Ich hätte einfach die Mission machen sollen. Wo? Da. Alright. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Was hier? Nix. Echt jetzt? Aha, man könnte sich da irgendwie weiter hocharbeiten. Okay. Echt jetzt? Soll ich es versuchen? Leck mich. Muss ich denn präzise auf diese Dinger da treffen oder? Vielleicht. Vielleicht. Leider kann ich von hier aus keinen Altsprung machen. Das ist so ein bisschen. Das ist ein bisschen sehr ungünstig. Oh, sehr ungünstig. Müssen aber jetzt eigentlich nach da oben zurück, ja, zurückgedingst werden. Zurückteleportet werden. Vielleicht besser von da, ne? Ja. Ja. Ja, das wäre besser gewesen. Ich fürchte, ich muss Dinger holen. Hier, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Die da.
Ja. Gut, da hätte jetzt auch irgendwas drin sein können. Es wäre allerdings ein bisschen fies, wenn wir jetzt hier keine Greifersamen kriegen würden. Und... Ups. Ja, die Tasche, das ist echt... ja, das wäre sehr praktisch. Das wäre sehr praktisch. Ich weiß nur nicht, was wir dafür brauchten nochmal. Müssen wir nachher mal gucken. So. Und jetzt... kommen wir da jetzt hin? Ich bin extrem skeptisch. Ich bin extrem skeptisch. Oh, das geht. Ach, easy. Easy, easy, easy. Silizium und Kohlenstoff. Okay. Silizium und Kohlenstoff, das war auch das, was wir für das, für das Halten von den von Säuredingern brauchten, oder? Ah! Hey! Hat sich das wenigstens gelohnt? Ja. Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Schön. Ja, hier, Säure. Okay. Und? Können wir jetzt hier irgendwie wieder... Ah ja, guck mal hier. Ah ja. Wollen wir mal gucken, was da drin ist? Bestimmt Gegner. Ah, hey. Und, ist da auch noch was? Nee, da nicht. Aber hey, da ist tatsächlich was drin. Ach. Ja, guck einer an. Jetzt will ich noch mehr die Säure-Dinger tragen können. Oh! Hey, wir haben sie befreit. Ihr greift mich doch jetzt nicht an. Ihr greift mich doch jetzt nicht an. Was soll das denn? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Außerdem sind die mit Bernstein geschützt. Vielleicht soll ich besser so machen. Ja, uah. Wie gemein. Wie gemein. Hatten wir die nicht schon? Ich glaube, die hatten wir schon. Bernsteinrüstung, ja. Und ob ich den da drunter jetzt scannen kann, weiß ich gar nicht. Ich probiere erstmal die Rüstung wegzumachen. Ja, das ist ein Talmopsvogel. Wie gemein. Gut, jetzt aber hier. Das haben wir uns wirklich verdient. Hm. Gut. Also die Optik ist halt schon geil. Ne? Also die Optik ist halt schon schön. Muss man schon sagen. Und? Kommen wir jetzt hier hin? Kommen wir hier hin? Okay. Oh Gott, fast runtergefallen. Oh, direkt der nächste. Okay, passt. Hey, nicht so schäbig. Also wenn man die Augen offen hält, findet man schon einige. Komm schon, komm schon. Wow, war das knapp. Manchmal kriegt das irgendwie nicht richtig gebacken, das anzuzeigen. Oder wir gucken da halt nicht aus dem richtigen Winkel drauf. Ja, sehe ich ja ein, aber... Was willst du machen? Ist jetzt einfach wieder so zurück, wie wir hergekommen sind. Es wäre halt voll praktisch, wenn ich mich hier irgendwo hochziehen könnte. Ah, ich glaube, das wird uns nicht vergönnt sein, oder? Ja, komm, dann machen wir es halt mal. Ach so, oder einfach hier. Ich probier's. Ja, das war nicht so gut. Ich dachte, ich würde jetzt gegen die Wand ballern. Scheiße. Ich dachte, ich würde jetzt gegen die Wand ballern, deswegen wollte ich den zweiten Sprung ein bisschen vorziehen. War keine gute Idee. War keine gute Idee. Aber das Gute ist, wir können jetzt erstmal hier das Zeug machen. Ja, danke, kein Problem. Wir können jetzt erstmal das Zeug hier machen und dann wissen wir jetzt zumindest, wo wir hin müssen. Dann können wir direkt einen Teleporter nehmen nach da und da nochmal nach der Mission gucken. So. Die große Frage ist allerdings, ob wir überhaupt was machen können. Ah, wir haben die Ressourcen jetzt nicht mitgebracht, ne?
Gut, das macht allerdings auch nicht so viel. Die müssten da jetzt eigentlich ganz in der Nähe liegen. Von da, wo wir hin, eh hin wollen. Müssen. Wollen. Schrägstrich müssen. Ja. War das das hier? Ja, das ist das hier mit den Baumpilzen. Genau. Ambient temperature 112 degrees, bioscience nominal. Schon wieder neue Mission, echt? Kriegen wir einfach jedes Mal eine neue Mission, wenn wir gestorben sind? Man kann sein. Hier, Ressourcen einsammeln. Ja, Silizium 609. Was? Wo haben wir denn so viel aufgesammelt? So viel? Das ist ziemlich krass. Weißt du was? Bei der Gelegenheit. Ich gehe mal ganz kurz zu Javelin. Und lade das Zeug ab. Oh. Und wenn wir schon hier sind, gucke ich mal, was wir jetzt bauen können. Hier. Ja. Jetzt haben wir die Wahl. Gebrauchsgürtel. Oder die Pestbomben. Ist eigentlich beides geil, aber ich glaube, das hier ist noch, noch allgemeiner geil, oder? Wobei, das ist hier ein Missionsabschluss. Ich will früher oder später sowieso beides haben. Und naja, mache ich erstmal das. Vielleicht können wir ja das andere sogar auch noch machen. Mal gucken. Nein, können wir nicht. Schade. Silizium haben wir allerdings genug. Wir brauchen nur blöden Kohlenstoff. Na gut. Gut. Dann einmal den hier. Der Schluck Kaffee war knusprig. So. Und kann ich jetzt ganz viel tragen? Hier, gallertartiger Blob 5. Ja. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt trotzdem mal gucken, wo wir da jetzt hin müssen. Können wir denn vielleicht hier irgendwie drüber klettern? Hui. Ungezähmte Bestie, das ist, das ist ein interessanter Name. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Felsen sind hier nicht dafür gedacht, dass wir da hochklettern. Die sind ein bisschen sehr rund. Probier's hier nochmal. Komm schon. Ja, es muss doch gehen. Ja, ja. Kapiena. Ja. Auf den Schwanz. Auf den Schwanz zielen. Genau das. Hier können wir auch noch was scannen. Ja. Es sind wahrscheinlich irgendwelche Mushrooms hier. Alles bewachsen. Gut, ja, dann probieren wir es doch mal, oder? Drücke zurück, also ja. Hier, genau. So, was ist denn dein, was ist denn so? Was ist denn dein Ding? Teleporten, offenbar. Offenbar. Nein. In die Höhle? In die Höhle, da würde ich gerne. Das sieht interessant aus. Wow. Na, zum Glück ist... Aua. Ich wollte gerade sagen, zum Glück ist er nicht so treffsicher. Moment, ich muss nachladen. Soll ich mal versuchen? Das wird nichts bringen. Nee, nicht cool. Ja. Was? Oh ja. Wollte gerade sagen, das wäre ja zu einfach gewesen. Das wäre ja zu einfach gewesen. Leute. Easy. Alter, die Gegner sind teilweise so stressig einfach. Oh shit. Ich brauche Health, da ist Health. An sich ist da Health. Ja, ich weiß auch nicht, wie das immer passiert. So. Ja, die könnten halt auch mal stehen bleiben.
Alter, geht weg. Nicht, nein, nicht kuscheln. So, ja, so, jetzt muss ich nachladen, toll. Echt toll. Ja, eigentlich gibt es hier jede Menge Health, man muss es sich halt nur nehmen. So. Ja. Mach mal hier nicht so einen Aufriss, Junge. Und, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht mal stehen bleiben vielleicht? Genau, hier, einmal angreifen. Ja. Jetzt guckt er mich leider nicht an. Beziehungsweise er guckt mich an, aber nicht mit der richtigen Seite. Na komm schon. Ihr wollt es doch auch. Ist zumindest gut, dass ich so oft dieses Boosten machen kann. Ist ganz cool, dass es gar nicht auf die Ausdauer geht. Damit kann man sich eigentlich ganz schön schnell bewegen. Ich traue mich nur nicht, das so oft zu machen, weil ich denke, dass ich dann Ausdauer verliere. Das ist offenbar gar nicht der Fall. Na dann. Dann kann ich auch Zoom machen. Oder mit mittlerem Mausbutton. Ha! Im Laufen erwischt. Ja, gewissermaßen. Also. Irgendwie schon. Dann kann man ihn halt besser treffen. Also, ne? Nahes Geheimnis, ja, vielleicht in der Höhle. Ach, weißt du was? In der Zwischenzeit. Meanwhile. Ja, genau so, yeah. Mann. Gut. Alles klärchen. Muss ich mich noch heilen? Nee, muss ich nicht. Okidoki. Wo ist denn der Stuff eigentlich? Ach so, hier. Interagieren. Na dann, mach mal. Da ist ein Kartograf. Aha, jetzt wissen wir es also. Mhm. Ja, können wir sofort gucken. Oder einfach jetzt. Machen wir es doch einfach jetzt. Hier, wir brauchen ein Booms, ne? Hier brauchen wir ein Booms, aber dann geht es trotzdem noch irgendwie anders weiter. Wir haben auf jeden Fall Wumms. Kann man nicht sagen. Ah ja, sehr gut. Yay. Und noch mehr Silizium. Ich glaube, das ist hier die Siliziumregion, oder? Kann das sein? Oh, ja. Ja. Und kommt hier noch was? Oder können wir es einfach einsammeln? Wir können es einfach einsammeln. Sehr schön. Nice one. Hat er gerade angezeigt, dass ich verlorener Kartograf abgeschlossen habe? Hatten wir das? Gut, vielleicht hatten wir es auch noch nicht. Weiß ich nicht. Es gehörte jetzt vermutlich noch zu der Mission dazu, wa? Ich traue diesem Spiel nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Hä? Was? Was? Was ist das hier? Galertartiger Blob, ja. Gut. Sonst irgendwelche Wege hier? Das hatten wir. Hier ist... sonst nix. Nix. Okay. Ach ja. Ich weiß nicht, was das ist mit diesem Spiel. Ich habe hier ständig das Gefühl irgendwie... Das Gefühl der Reizüberflutung. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das fasst es ganz gut zusammen. Auf verschiedenen Ebenen. Zu viel, zu
komplexe Geometrie, zu bunt, zu viel Text, zu viel Input einfach. Zu schnelle Gegner, es ist schlimm. Ich meine, ist wahrscheinlich auch nicht schneller als jetzt so an Half-Life oder so. Aber es kommt irgendwie alles zusammen. Ich weiß nicht, was sind das da für Riesenpaprika? Auf jeden Fall könnten wir das machen. Sollen wir es einfach tun? Hier. Hui. Ah. Also wie viele von den Dingern wir heute einfach sammeln. Und jetzt brauchen wir schon vier. Das ist viel. Nee, es ist ziemlich viel. Okay. Boah, können wir sonst noch irgendwo hin? Vielleicht? Hui. Ist das die beste Idee der Welt? Da hochzugehen? Ich will's wissen. Ich will's wissen, ob's was nutzt. Nee, will nicht so richtig da stehen bleiben. Nee, bevor ich mich hier gleich ganz auf die Fresse leg, ja. Bin ich hier wieder zurück. Oh, sehr gut. Ausgezeichnet. Da ist auch noch irgendwas, oder? Hier ist überall irgendwas. Ach ja. Genau. Da müssten wir uns nämlich so ein Dingsi mal hinmachen. So ein Stern hier. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ich bin in der Geometrie drin. Moment. Vielleicht. Naja. Also da würde ich gerne hoch. Nee, das ist uns verwehrt. Denied. Dankeschön. Also, hier so. Ah, es hat jetzt ja nicht so funktioniert. Haben wir das eigentlich schon gescannt? Ja, Funkissimo. ja. Oh Gott. Oh je. Aha. Ist das da eigentlich eine ganz andere Region? Ich kann dir die Distanzen so schlecht einschätzen. Wow. Ah, sind wir hier auf den Dächern, wa? Cool. Weg! Oh oh, es sind noch mehr. Und. Jo. Ist das hier eigentlich auch... Ups, ist das hier auch Bernsteinzeug? Ach nee, Larvengelee. Ah. Larvengelee. Tja. Kommen wir da auch mit Säure ran? Weiß ich nicht, aber... Könnten wir halt bald mal ausprobieren, wenn ich denn die Dinger tragen kann. So richtig viele Gegenstände fehlen uns da auch nicht mehr im Repertoire, ne? Ich glaube zwei. Zwei verschiedene irgendwie. Oh, da ist eigentlich das, wo ich hin wollte, wa? Ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Und was diese schwebenden Steine sind, das frage ich mich immer noch. Ah, hier ist ja auch ein Ding zum Hochziehen. Ach so. Braucht man sich das gar nicht so kompliziert zu machen. Ein bisschen Kohlenstoff würde ich nehmen. Sollen wir zur Javelin zurück? Wie uns das Spiel, glaube ich, auch sagen will, hier mit dem Zielpunkt. So. Okay. Oh, und da müssen wir aber mal einen Folgencut machen. Höchste Zeit. Ja, das machen wir so. Und... das habe ich mir auch schon überlegt. Sollen wir mal in die erste Region? Das wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Wipe'em. Ja, wir haben noch nicht genug, ne? Da ist der... der Kohlenstoff ist bei weitem der limitierende Faktor. Das werden wir gleich mal tun. Das ist eine gute Idee. Aber für die Aufnahme sag ich erstmal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, wie der Ochi so rumfällt. Wieder mal. Und im Stream machen wir gleich noch ein bisschen weiter. Aber
für YouTube schon mal. Vielen Dank und bis demnächst dann. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut und tschüss.